Hallo Leute und willkommen zu einem klitzekleinen weiteren Infovideo, weil Leute immer wieder fragen, wie ihr denn auf meinen Minecraft-Server kommt. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal ganz kurz ein Tutorial machen, obwohl es eigentlich nicht so schwer ist und ich es schon tausendmal erzählt habe, aber jetzt mache ich es halt nochmal. Und ja, das erste, was ihr braucht, ist Hamachi, das haben ja die meisten schon. Ich habe hier die ganzen Leute drin, in den einzelnen Servern, in den einzelnen Netzwerken. Und das erste, was ihr braucht, um überhaupt in meinen Server reinzukommen, ist natürlich, dass ihr in Hamachi online sein müsst, also diesen grünen Status habt. Wenn ihr euch jetzt hier ausschaltet, dann bringt das nichts. Wenn ich nicht online bin, dann könnt ihr auch nicht auf den Server kommen. So, wenn ich jetzt den Server... Na, oder warte, ich gehe mal ganz kurz in Minecraft rein. Das hier kann ich eigentlich mal ganz gut schließen. So, ich gehe kurz in Minecraft rein und ich möchte bitte nochmal ganz kurz gesagt haben, wenn der Server nicht online ist, dann ist er nicht online. Und wenn man mich in Hamachi anschreibt oder wenn ich jemanden in Hamachi anschreibe, dann wird er automatisch auf den Desktop befördert. Und das habe ich natürlich nicht gerne, wenn ich aufnehme oder irgendwas zocke oder so. Wenn ihr gucken wollt, ob der Server an ist, geht bitte einfach kurz auf Multiplayer und guckt hier Lux312, das ist mein Server. Und wenn ihr seht, ja, no connection, dann ist er halt nicht online. Ich möchte nicht immer in Hamachi gefragt werden und ja. Hier seht ihr auch schon die IP, das ist 5.12, nein, jetzt verplapper ich mich hier selber. 5.139.128.243. Wenn ich jetzt hier drin stehe, sagen wir, ich stehe hier oder hier oder hier bei euch in der Liste irgendwo, dann kopiert ihr einfach die IP, da müsst ihr einen Rechtsklick drauf machen und dann hier Copy IP V4 Address. Das ist diese hier. Und jetzt mache ich irgendwas Falsches. Und dann habt ihr diese IP V4 Adresse, das ist diese hier dann. Das ist diese 5, ich mache das mal ganz kurz groß. Das ist dann diese Adresse und dann könnt ihr einfach auf den Server kommen. Natürlich nur, wenn er an ist. Ich mache ihn jetzt mal ganz kurz an. So sieht das auch aus, wenn ich den Server anmache. Dann wird alles geladen, das dauert natürlich ein bisschen, weil ich auch die ganzen Plugins noch drin habe. Und dann ist er jetzt, ja, Server, bla 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 bla, done. Er ist fertig. So, und jetzt, wenn ich refreshe, dann ist er online. Hier können bisher maximal 10 Leute rein und ja, voll erreichbar, weil ich ihn halt selber gerade mache. Und so einfach ist es eigentlich. Ihr braucht nur meine IP einzugeben und in einem von diesen oder allgemein in einem gleichen Hamachi-Server drin sein wie ich. Deswegen habe ich ja diese ganzen Dinger hier erstellt, damit ihr da auch alle reinpasst. Und ich weiß jetzt nicht, wo bei manchen das Problem liegt. Es ist einfach nur diese IP, die 5.139.128.243 IP. Einfach Rechtsklick, Copy IP V4 Adresse, das ist diese Adresse, die ihr kopieren müsst. Und dann habt ihr es auch schon. Und wie gesagt, ich möchte nicht immer angeschrieben werden in Hamachi, wenn ihr jetzt fragt, ist der Server an oder so und ich bin gerade in der Aufnahme, dann werde ich halt schon, ne, und so. Das finde ich halt ein bisschen blöd, obwohl man einfach kurz in Minecraft gehen, gucken gehen kann, man startet es einfach ganz kurz und guckt einfach kurz beim Multiplayer, ob er online ist oder nicht, geht sowieso viel schneller, als wenn ich extra noch antworten muss und dann auch noch genervt bin. Da guckt man einfach, sieht, okay, ist nicht an, gut, habe ich halt Pech gehabt. Möchte ich nochmal kurz sagen, damit mich jetzt hier nicht jeder anschreibt, weil es ist extrem nervig und ja, gut, ich hoffe, das hat jetzt nochmal ein bisschen geholfen und ansonsten kann ich euch leider auch nicht helfen, ich will jetzt nicht unbedingt immer jeden Tag wieder eine neue PN haben, wie geht das, wie mache ich das denn und warum mache ich das so und wieso nicht so und keine Ahnung was und jo, deswegen habe ich das nochmal kurz gemacht. Ich hoffe, euch hilft es. Und ja, bis dann.